Schwarz, das ist meine Farbe, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Tag bin ich immer unterwegs, nachts bin ich alleine. Hauptsächlich stehe ich am Boden. Ich kann schnell, aber auch langsam. Ich küsse Stock und Stein und auch Blätter und Matsch. Aber Leichen dürfte ich auch schon die Ehre machen. Ich sorgte für viel Pein, nicht nur anderen, vor allem mir. Ich liebe den schwarzen Stoff, aus dem ich bestehe, mit dem ich gehe. Schwarz ist die Emotion, aus der ich bestehe. Ich lebe in Polen, aber ich bin kein Pole. Ich habe eigentlich keine richtige Nationalität, sondern ich habe eine Zusammensetzung aus verschiedenen Nationalitäten. Ich bin zum Beispiel Pole, Russe, Rumäne, Niederländer, Franzose. Ich bin auch Deutscher und noch viele weitere Nationalitäten. Meine Geschichte beginnt mit dem Bau von Auschwitz und mit den ersten Deportierungen. Ich war schon von Anfang an dabei. Ich wurde meinen Trägern weggenommen. Für manche war ich das Wertvollste, was sie besitzen. Für manche war ich weniger wertvoll. Nachdem ich meinen Trägern weggenommen wurde, wurde ich für mehrere Dinge weiterverwendet. Zum Beispiel für Kleidung, Seile und auch für Perücken. Viele werden sich jetzt fragen, was kann man einem Menschen wegnehmen, was man für so viele Dinge weiterverwenden kann. Ich bin die Haare der Menschen, die Opfer der Konzentrationslager Auschwitz geworden sind. Meine Geschichte endet mit der Befreiung von Auschwitz. Und man kann mich heutzutage immer noch besuchen. Eine grüne Buche, so schön am Leuchten, doch nur mit Schnee bedeckt. Januar, alles weiß und kalt. Sie ist versteckt. Buchenwald, ein Ort der Natur, schönster Natur. Doch ich bin nicht schön, noch bin ich Natur. Ich bin ein Name, den viele vertauschen, verleugnen, jedoch einst ein Ort voller grauen Wahn. Buchenwald, ein Ort der über 38.000 schweigenden Seelen, der schweigenden Gräbern, der Boden um mich so fest, doch stabilisiert durch die toten Seelen, die ich zu Opfer brachte. Fester Boden, doch ich riss ihn nun 8 Jahre den Boden hinweg. Ein Ort des Schreckens, des Trauerns oder des Bedauerns. Der Glockenklang, ich bin das Gebäude, das Leute gegen ihren Willen in den Toten verbannt. Ich bin die falsche Natur, die Träume zerplatzen ließ und gleiche Herzen bricht. Mein Name brach, bricht und wird noch immer brechen. Menschen hoffen sich, dass meine Uhr nie schellte, denn der Klang meiner Uhr stürzte sie mental in ein tiefstes, gedankliches Geflechte. Jung, alt, dick, dünn, Jude oder jemand fürs Regime nicht bestimmt. Sie alle schauen auf mich hinauf, doch wollen hier raus. Doch der einzige Weg ist ja das hier lang, ins Gashaus. So mögen wir gedenken an das Unrecht, das hier bei mir geschah, wo der Offizier mit einem Lächeln im Gesicht den Juden erschaß. Kunst. Qualose Nächte, die ich sah. Qualose Nächte, die ich von ihm sah, durch meine noch ahnungslosen Augen. Unsicher, was mit mir geschehen sollte, zu welchem Instrument er mich aussuchen wollte. Wozu würde er mich nutzen? Anfangs war ich einer von vielen. Anmutig, groß, geschärft und bereit, ihm zu dienen. Doch ehe ich mich versah, lag ich abgestumpft und klein gemacht, durch den Schmerz nicht mehr gerne in der Hand. In der Hand des Mannes, welcher seine Lebensgeschichte nicht mehr stumm bewahren wollte. Der Mann, welcher mit meiner Hilfe die Geschichte der Monster der Welt zugänglich machen konnte. Die Vielfalt und die Grausamkeit der Facetten seines Lebens wollte er durch die zeichnerische Obsession und meiner Hilfe aus den Tiefen der Gedanken retten. Er nahm mich also von diesem Tisch, legte mich auf das Papier und ließ seinen Schmerz ein Bild erzeugen. Ließ all die Augen, die er sah, eins werden mit dem Papier. Ausgezehrt von seinem Willen ließ ich mich doch immer wieder schärfen durch die Klingen. Die Klingen seiner Hingabe für die Kunst erweckten in mir den Wunsch, sein Leid zu verkörpern. Seinem Leiden Bilder zu geben, damit andere es sehen, ihn und somit auch mich vielleicht endlich verstehen. Ich verschrieb mich diesem Zweck total. Doch auch ich muss dem Leben, dem Tod nachgehen und so gab ich mich darunter auf. Gab ihm meine Kraft, um seine zu entfachen. Doch so sehr ich mich an ihn und die Sache band, umso mehr muss ich ertragen, dass ich zu Ende gehen muss. Denn ich
bin leider endlich, so wie alles, also gebe ich mich auf. Um mit meinem Ableben anderen tausend und leidenden Seelen nochmal eine Stimme, ein Gesicht und vor allem ihre Identität wiederzugeben.